Ja, herzlich willkommen zur Vorstellung der Fakultät Mathematik. Mein Name ist Axel Vogt, ich bin Dekan der Fakultät Mathematik an der TU Dresden. Tut mir leid, dass ich Sie heute nicht persönlich begrüßen kann, sondern nur per Videobotschaft, aber ich hoffe, ich kann Ihnen trotzdem einige Informationen geben zu Studium an unserer Fakultät. Zunächst zur TU Dresden. Die TU Dresden ist sicherlich eine gute Wahl als Universität für Ihr Studium. Wir zählen mit der TU Dresden zu den besten Universitäten in Deutschland, sind eine der 11 Exzellenzuniversitäten. Auch wenn wir uns technische Universität nennen, ist es eine Volluniversität mit einem sehr breiten Spektrum an Fächern, die hier studiert werden können. Wir sind eine sehr forschungsstarke Universität. Sind durchaus auch groß mit 37.000 Studierenden, etwa knapp 8.000 Mitarbeitern, darunter 500 Professoren. Unser Campus wächst, ist eine Mischung aus historischen Gebäuden und sehr modernen Gebäuden und lädt auch hier zum Verweilen ein. Vielleicht kurz zur Entwicklung der TU Dresden. Ihr Ranking der DFG, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, seit ja, Wiedervereinigung und Neuausrichtung der Technischen Universität Dresden. Das ist eine sehr dynamische Entwicklung, die uns hier zu den Spitzenuniversitäten in Deutschland geführt hat. Und wir wollen diesen Weg natürlich fortsetzen. Der Campus, hier Luftbildaufnahme, ja, eingeladen, hier sich das auch ja, nicht nur auf Google Maps, sondern vor Ort anzuschauen. Besteht aus ganz unterschiedlichen Gebäuden, aus unterschiedlichen Epochen. Die Mathematik ist hier unten im Villasbau untergebracht. Hier ist beispielsweise das Hörsaalzentrum, das Rektorat ist hier versteckt. Und der Campus wächst mit vielen neuen Gebäuden entlang hier der Nödnitzer Straße und viel Bauland, was uns in den nächsten Jahren noch zur Verfügung steht, um uns in diese Richtung auszuweiten. Doch nun zu dem, was Sie wahrscheinlich am meisten interessiert, Studienmöglichkeiten an unserer Fakultät. Also Sie können Mathematik als Fach studieren im Bachelor und darauf anschließend im Master. Oder als Lehramt für unterschiedliche Schulformen, Gymnasium, berufsbildende Schulen, Mittelschulen, aber auch für Grundschule, wobei dieser Studiengang eben nicht in unserer Fakultät beheimatet ist, sondern bei den Erziehungswissenschaften. Wir haben zwei Bachelorstudiengänge, Mathematik und Wirtschaftsmathematik, für 3 Jahre mit Abschluss, Bachelor. Und im Anschluss daran unterschiedlich spezialisierte Masterstudiengänge, Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Technomathematik und ein internationaler Master Computational Modeling und Simulation, wo wir als Fakultät Mathematik beteiligt sind. Wir garantieren jedem, der bei uns seinen Bachelorabschluss in einem der beiden Studiengänge erreicht hat, einen Platz in einem der Masterstudiengänge. Sie können zwischen diesen Bachelorstudiengängen wechseln ohne größere Probleme und Sie können auch mit jedem der beiden Bachelorabschlüsse jeden dieser 4 Masterstudiengänge beginnen. Schauen wir uns das vielleicht etwas genauer an. Bachelor of Science für Mathematik und Wirtschaftsmathematik ist ein erster berufsqualifizierender Studienabschluss. Regelstudienzeit sind 6 Semester, 3 Jahre. Beginn ist jeweils im Oktober. Wir beginnen hier mit ersten beiden Jahren mit Grundlagen, die wesentlich für alle gleich sind und erlauben erst im dritten Studienjahr eine Wahl der Thematik, eine Spezialisierung, die Sie aus unterschiedlichen Gebieten wählen können. Das Ganze schließt am Ende ab mit einer Bachelorarbeit. Neben der Mathematik gehört immer auch ein Nebenfach zu dem Studium. Hier gibt es einen breiten Fächerkatalog, wo wir
ja, bestimmte Nebenfächer schon sehr gut abgestimmt haben auf das Curriculum in der Mathematik, sind aber offen für auch exotischere Wahlmöglichkeiten für Nebenfächer, wenn Sie uns überzeugen können, warum beispielsweise Anglistik ein tolles Nebenfach für Mathematik wäre, dann ist auch das an der TU Dresden möglich. Wie sieht das jetzt konkret aus? Solch einen Stundenplan für Bachelor Mathematik ist aufgeteilt nach Semestern, 1. bis 6. Semester und der Zeit oder hier in Semester, Wochen, Stunden gerechnet. Wie viele Stunden müssen Sie pro Woche investieren für bestimmte Veranstaltungen? Beispielsweise hier die Analysis, grundlegende Konzepte, besteht aus Vorlesung und Übung, sind 4 Semester-Wochenstunden Vorlesung und dazu kommen 2 Semester-Wochenstunden Übung, wo das Erlernte ja, vertieft wird in Übungsaufgaben, die Sie lösen müssen, die auch bewertet werden. Und häufig kann man das auch in Gruppen bearbeiten und es gibt Übungsleiter, die Sie bei der Lösung unterstützen und Fragen beantworten. Neben diesen Semester-Wochenstunden gibt es sogenannte Leistungspunkte. Das ist nicht immer genau proportional zur Anzahl der Semester-Wochenstunden, aber am Ende zählen diese Leistungspunkte. Sie müssen eine bestimmte Anzahl an Leistungspunkten nach diesen 6 Jahren erarbeitet haben, um den Abschluss Bachelor of Science zu bekommen. Und ja, Sie sehen, es ist relativ strukturiert. Wir haben 3 große Vorlesungen: Analysis, lineare Algebra, das ist im Wesentlichen das, was Sie aus der Schule auch kennen unter dem Namen. Und hinzu kommt als 3. Säule Programmieren. Das unterscheidet uns vielleicht von der einen oder anderen Universität, wo Programmieren vorausgesetzt wird oder neben dem Studium irgendwie erlernt werden muss. Hier ist es fester Bestandteil und auch essentiell für den Erfolg eines Mathematikstudiums. Nach dem ersten Studienjahr gibt es dann Vertiefungen in der Analysis, aber auch neue Richtungen der Mathematik, wie numerische Mathematik oder Algebra. Und danach beginnt eine Wahlmöglichkeit, die entsprechende Vertiefung. Hinzu kommt, wie schon erwähnt, das Nebenfach. Das nimmt unterschiedlich viel Raum ein über die Semesteranzahl. Und dann, was hier unter Aqua-Modul benannt ist, hierunter zählen beispielsweise Sprachkurse oder interdisziplinäre Lehrveranstaltungen, die eben auch mit 10 Leistungspunkten für Ihren Bachelorabschluss zählen. Wie unterscheidet sich das jetzt von Bachelor Wirtschaftsmathematik? Die Unterschiede sind eigentlich marginal. Größter Unterschied ist, dass für den Wirtschaftsmathematik-Bachelor natürlich ein wirtschaftswissenschaftliches Nebenfach sinnvoll ist. Es nimmt etwas mehr Raum ein als im Bachelor Mathematik, aber ansonsten haben Sie exakt die gleichen Vorlesungen. Deshalb ist auch ein Wechsel zwischen beiden Bachelor-Studiengängen jederzeit ohne Probleme möglich. Wie gesagt, im Anschluss daran empfehlen wir jeden und garantieren auch jedem, der bei uns einen Bachelor-Studiengang absolviert hat, ein Masterstudium aufzunehmen. Wir haben 3 Masterstudiengänge, Master of Science, Mathematik, ist sehr flexibel gestaltet, mit breitem Fächerspektrum, aus dem Sie wählen können, ohne Einschränkungen. Einzige Voraussetzung ist, dass Sie sich in einem der 3 Schwerpunkte Algebra, Geometrie und diskrete Strukturen, Analysis und Stochastik oder Numerik, Optimierung, Modellierung und Simulation spezialisieren können und gewisse Grundkenntnisse auch in den anderen Schwerpunkten erwerben. Auch diese Masterstudiengänge beginnen jeweils im Oktober und dauern 2 Jahre bzw. 4 Semester. Zweiter Masterstudiengang Technomathematik. Hier ist die Ausrichtung auf sogenannte partielle Differentialgleichungen und deren Anwendungen in Ingenieur- und Naturwissenschaften.
Hier gibt es strikte Vorgaben, welche Vorlesungen Sie zumindest im ersten und zweiten Semester hüllen müssen. Und danach gibt es entsprechende Wahlmöglichkeiten. Was hier noch besonders ist, ist, dass dieses Technomathematikstudium abgestimmt ist auf einen europäischen Studiengang, den ECMI-Studium. ECMI steht für European Consortium for Mathematics in Industry. Und wenn Sie hier mindestens ein Semester an einer der Partneruniversitäten in Europa studieren und an bestimmten Veranstaltungen wie sogenannten Modellierungswochen, die wir finanziell auch unterstützen, teilnehmen, dann können Sie neben dem Abschluss der TU Dresden auch ein europäisches Diplom oder Master erwerben mit dem Namen Industrial Management. Und der dritte Masterstudiengang Wirtschaftsmathematik hat einen Fokus in erster Linie auf Gebieten der Stochastik, zum Beispiel Statistik, Finanzmathematik und Versicherungsmathematik und der Optimierung, insbesondere hier diskrete und kontinuierliche Optimierung. Noch ein Wort zu dem internationalen Master Computational Modeling und Simulation, an dem die Mathematik beteiligt ist. Es ist ein interdisziplinärer Studiengang, der Life Science, Engineering, Energy Economics, Visual Computing und Mathematik miteinander verbindet und Schnittstelle zwischen Themenfeldern der numerischen Simulation auf der einen Seite und maschinellem Lernen und Datenanalyse auf der anderen Seite liefert. Hier werden alle Vorlesungen in Englisch angeboten. Das vielleicht auch noch als Bemerkung zu unseren anderen Vorlesungen in den Master- und Bachelor-Studiengängen, die ich eben erwähnt habe. Im Bachelor, zumindest in den ersten beiden Jahren, werden Sie nur deutschsprachige Lehrveranstaltungen haben. Im dritten Studienjahr kann es optional sein, dass einige der Veranstaltungen auch auf Englisch stattfinden. Und im Master haben sich fast alle Lehrenden auf ein Prozedere geeinigt, sodass wir sobald, ja typischerweise in Deutsch unterrichten, aber sobald auch nur ein Studierender an der Veranstaltung keine teilnimmt, der kein Deutsch kann, sondern nur Englisch, dass dann die Lehrveranstaltung in Englisch stattfindet. Ja, neben diesem Fach Mathematikstudium gibt es, wie gesagt, die Lehramtsstudiengänge hier für die Schulform Gymnasium, berufsbildende Schule, Mittelschule und Grundschule. Abschluss ist Staatsexamen. Neben dieser Ausbildung macht im Moment auch oder nimmt auch das Seiteneinsteigerprogramm einen großen Platz ein für Leute, die bereits eine Fachausbildung haben und sich entschließen, Lehrer zu werden. Die zusätzliche Ausbildung, die hier notwendig ist, auch das übernehmen wir und der Veranstaltung dafür werden von uns sein. Neben Fach Mathematik spielt in diesen Lehramtsstudiengängen natürlich auch die Didaktik der Mathematik eine wichtige Rolle. Und hier haben wir nicht ein Nebenfach, sondern ein zweites Fach, was eben auch studiert werden muss. Und es gibt sehr unterschiedliche Fächerkombinationen, die an der TU Dresden studiert werden können. Das ist alles relativ gut abgestimmt, sodass das mit Mathematik kombinierbar ist. Vielleicht auch hier ein Blick auf das Curriculum. Die Lehrveranstaltungen für die Lehramtsstudiengänge sind bei uns weitestgehend getrennt von den Fachlehrveranstaltungen. Nur in der Vertiefung gibt es hier Schnittmengen. Wir beginnen hier nicht gleich mit eben Fachlehrveranstaltungen in Analysis und Lineare Algebra, sondern zunächst mit mathematischen Grundlagen, um Ihnen hier den Übergang von Schulmathematik hin zu Mathematik an der Hochschule etwas zu erleichtern. Und im zweiten Semester dann zunächst mit linearer Algebra und erst im dritten Semester mit Analysis, was sich dann fortsetzt. Und dann gibt es entsprechende Vertiefungen, Stochastik, Geometrie, Numerik und so weiter.
Das Curriculum für Gymnasium, berufsbildende Schulen und Oberschulen unterscheidet sich marginal. Hier ist das Curriculum für Gymnasium dargestellt. Berufsbildende Schulen haben beispielsweise nur diese Vertiefung nicht. Und Oberschulen, ja, unterscheiden sich ja, ab dem 7. Semester. Hier sind auch schon ein Jahr vorher fertig. Und für Grundschulen, auch hier gibt es Lehrveranstaltungen, die gemeinsam stattfinden, aber eben auch ausgewählte Lehrveranstaltungen, die speziell für die Grundschule angeboten werden, und eine verstärkte Ausbildung im Bereich der Didaktik. Vielleicht im Vergleich mit anderen Universitäten können Sie sich auch bei dem CAE-Ranking verschiedenen Zeitschriften anschauen, findet alle 2 Jahre statt, wo bestimmte Kriterien der Studiengänge miteinander verglichen werden. Das Ganze beruht auf Abfragen der Universität oder auch der Studierenden. Und die TU Dresden schneidet hier durchaus relativ gut ab in ganz unterschiedlichen Aspekten, die ihr Studium betreffen. Ich hatte vorhin gesagt, dass an der TU Dresden 37.000 Studierende studieren. In der Mathematik ist das deutlich übersichtlicher. Wir haben insgesamt etwa 800 Studierende. Mehr als die Hälfte davon sind Lehramtsstudierende. Und jedes Jahr fangen in etwa 250, knapp 300 Studierende an. Auch hier haben wir die Hälfte Fachstudierende, die Hälfte Lehramtsstudierende. Etwa 100 Studierende beginnen ein Bachelorstudium. Nicht alle schaffen dieses Bachelorstudium am Ende und nicht alle beginnen danach ein Masterstudium an unserer Universität. Manche wechseln auch, manche kommen auch von anderen Universitäten zu uns, um ein Masterstudium zu beginnen. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, stellen Sie fest, dass etwa 50%, die bei uns beginnen ihr Studium, nicht einen Abschluss in Mathematik am Ende erwerben. Dafür gibt es sehr unterschiedliche Gründe. Das mag auch sehr hoch erscheinen als Abbrecherquote. Wenn man das mit anderen Universitäten vergleicht, ist es aber gar nicht so hoch. Und wir unternehmen einiges, um Ihnen den Übergang, den Start in das Studium zu vereinfachen. Wichtige Maßnahmen sind ein sogenannter Brückenkurs Mathematik, den wir anbieten, nicht nur für die Studiengänge Mathematik, sondern für wirtschaftswissenschaftliche Mathematik, Informatik, naturwissenschaftliche und technische Studiengänge. Derartiges findet im September statt, wird Schulmathematik wiederholt und so aufbereitet, dass es als Vorbereitung auf das Studium dient. Wir unternehmen hier auch standardisierte Leistungstests über mathematische Grundlagen, vergleichen diese auch mit anderen Universitäten. Hinzu kommt, vielleicht nicht als fachliche Vorbereitung, aber als soziale Vorbereitung, eine Einführungswoche, die jeweils im Oktober stattfindet und vom Fachschaftsrat organisiert wird. Und mit Beginn des Studiums dann ein Mentoring-Programm. Ihm wird jeweils ein Hochschullehrer, Hochschullehrerin zugeordnet. Sie treffen sich regelmäßig, können dort ihre Probleme diskutieren. Es gibt ein Helpdesk für Fragen im Zusammenhang mit ihren Übungsaufgaben. Wir haben ein Open Institute Nachmittage, wo die einzelnen Institute, die Hochschullehrer sich vorstellen. Wir haben Sprechstunden, offenes Büro, sodass Sie nicht alleine sind. Und wenn Sie sich die Studierendenzahlen vorstellen mit 100 Studierenden im Fach oder 50 Studierenden im Lehramt und das vergleichen mit der Anzahl der Professoren und Mitarbeiter an unserer Fakultät, 27 Professoren, 90 Mitarbeiter, akademische Mitarbeiter, dann stellen Sie fest, dass das Betreuungsverhältnis eigentlich sehr gut ist und dass man auch schon durchaus in den ersten Semestern eine Beziehung zu seinen Hochschullehrern aufbauen kann.
Sie sind nicht irgendeine Nummer in einem 1000-Mann-Hörsaal, sondern es ist relativ übersichtlich und daher auch eine sehr gute Betreuung. Was man noch sagen kann zu unserer Professorenschaft, ja, wir haben uns in den letzten Jahren relativ stark erneuert. Seit 2007 sind hier 18 Professuren neu berufen worden. Von denen hat uns bisher keiner wieder verlassen. Mit ganz wenigen Ausnahmen waren es immer die ersten Professuren dieser Leute. Okay, im Vergleich zu Ihnen sind wir natürlich alle alt, aber das Durchschnittsalter unserer Professorenschaft ist noch relativ jung, was auch ja, in einer gewissen Dynamik in der Forschung und in der Lehre sich widerspiegelt und vielleicht ein paar Bemerkungen noch zur Forschung. Forschungsfelder sind im Wesentlichen zwei Hauptforschungsfelder, partielle Differentialgleichungen, deren Anwendungen auf der eher angewandten Seite der Mathematik und diskrete Strukturen und Optimierung auf der eher reinen Seite der Mathematik sind beteiligt an verschiedensten größeren Forschungsverbünden, Exzellenzclustern, Sonderforschungsbereichen, graduierten Schulen und Kollegs und werden gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft und den European Research Council oder das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wichtige Frage, die immer wieder gestellt wird, ist bei der Entscheidung für ein Studium zur Mathematik, bin ich dafür geeignet oder eben auch, was mache ich später mit einem Mathematikstudium? Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, da es im Gegensatz zu ja, zum Beispiel Chemie oder so keine mathematische Industrie gibt, wo man als Mathematiker am Ende arbeitet. Aber Sie finden Mathematiker in nahezu allen Bereichen unserer Gesellschaft. Und hier einfach vier Beispiele von ja, erfolgreichen Mathematikern oder Mathematikerinnen. All die haben irgendwann Mathematik studiert. Sergey Brin, einer der Google-Gründer. Ottmar Hitzfeld, zumindest ehemaliger Fußballtrainer. Johanna Wanka, auch ehemalige Bundesministerin für Forschung. Und ja, auch Barbara Mayer als Model und Schauspielerin. Sie alle würden sich sicherlich heute nicht mehr als Mathematiker bezeichnen, aber ich denke, ein wichtiger Punkt, warum alle in ihrem Job in irgendeiner Form sehr erfolgreich sind oder waren, ist die Fähigkeit zu abstrakten und logischen Denken. Und das ist etwas, was Sie in einem Mathematikstudium wunderbar vermittelt bekommen. Und die Fähigkeit zum Erkennen von Strukturen und Zusammenhängen in komplexen Sachverhalten. Und auch das ist etwas, was ja, unsere komplexe Welt immer mehr und mehr erfordert. Und all diese Eigenschaften, die man Mathematikern durchaus zuschreibt, oder Mathematikerinnen natürlich auch, ist etwas, was der Arbeitsmarkt braucht. Und alle Prognosen zum Arbeitsmarkt zeigen, dass er für Mathematiker deutlich schneller wächst oder weiter wächst, stärker wächst als der Gesamtarbeitsmarkt. Hinaus kommt noch, dass Mathematiker typischerweise auch recht gut bezahlte Jobs haben. Und ein Aspekt, den man vielleicht Mathematiker nicht als erstes zuschreibt, ist Teamarbeit und Soft Skills. Aber auch das ist etwas, was Sie im Mathematikstudium wunderbar vermittelt bekommen. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass ja, zum Lösen von Übungsaufgaben wir durchaus Sie dazu anhalten, das im Team zu erarbeiten, in Seminaren im Team vorzutragen. Denn auch für Mathematiker gilt, dass ja, komplexe Aufgaben nur noch im Team in irgendeiner Form erfolgreich bearbeitet werden kann. So, auch das lernen Sie in Ihrem Studium und sind dafür bestens geeignet. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen einige Informationen liefern, vielleicht auch einige neue Erkenntnisse zum Mathematikstudium. Ich lade Sie natürlich ein, auch die anderen Videoclips sich anzuschauen, das Infomaterial, was wir zusammengestellt haben. Und wenn es darüber hinaus Fragen gibt, sich einfach direkt an uns zu wenden. Und ansonsten, ja, hoffe ich, Sie dann hoffentlich auch wieder
persönlich vielleicht im Oktober als Studienanfänger bei uns an der TU Dresden begrüßen zu können. Vielen Dank.